Hi Leute, das ist Samu hier. Es gibt eine Breaking News in Bezug auf The Division 2 und die Seasons 2.0 und die saisonalen Charaktere. Ich weiß noch nicht, ob das was Gutes ist oder ob das was Schlechtes ist, weil das, was daraus entsteht, könnte alles brechen, wofür Division 2 steht und wo Division 2 weitergeht in der Zukunft, auch was den Content angeht und so. Deswegen, keine Ahnung, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was sie machen werden. Ich weiß sonst nichts, was ich sagen könnte. Auf jeden Fall, passt auf, eine Nachricht vom Division 2 Team. Wir hören euch und möchten euch versichern, dass wir euer Feedback nach der Ankündigung von Seasons 2.0 sorgfältig berücksichtigt haben. Und sie haben nicht das komplette Feedback. Kann nicht sein, sonst würden sie das so nicht machen. Okay. Nach gründlicher Prüfung und Diskussion mit dem Team haben wir beschlossen, Seasons 2.0 mit besonderem Augenmerk auf saisonale Charaktere neu zu bewerten, mit dem Ziel, ohne sie voranzukommen. Diese Änderung wird die bereits angekündigten Pläne für Jahr 6 nicht beeinflussen, aber es wird erforderlich sein, die notwendigen Änderungen an dem neuen saisonalen Erlebnis zu bewerten, dass diesen Herbst im Jahr 6 in der Season 2 da integriert wird. Sobald wir die Feinheiten geklärt haben, werden wir mit weiteren Informationen an dem Livestream und dem PTS zurückkehren. Vielen Dank, dass ihr eure Stimmen erhoben habt und für eure fortgesetzte Unterstützung, während wir daran arbeiten, das Erlebnis von Division 2 zu verbessern, um unsere Community zu dienen. Das Entwicklerteam von Division 2. Ich weiß nicht. Bei dem, was wir die letzten 6 Jahre hatten, war das hier, egal wie man es sieht, es war ein Sprung nach vorne, ein versuchter Weg nach vorne, um mehr Spieler zu bekommen und um den Alten was Neues zu bieten. Ich weiß nicht, ob sie es so schaffen, ohne die saisonalen Charaktere. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hab da ein bisschen Angst ums Franchise. Ja, wir werden sehen. Wie gesagt, das die Breaking News. Haut mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr das seht. Und dann bleibt nur abzuwarten, bis der Herbst kommt, weil das, was wir im Moment haben, ist halt leider mega mau. Und die eine Übergangsseason zu einer Season, die wir nicht wissen, wie sie jetzt überhaupt funktionieren wird. Schwierig im Moment. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.